Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Guild Wars 2. Mein Name ist Kubaner und ihr erahnt es vielleicht schon. Ja, ich möchte mir den Jäger nicht kaufen. Das ist der Precursor für das entsprechende Gewehr. Sondern, und deswegen stehe ich an der mystischen Schmiede. Meine Hoffnung ist, ihr seht es ja auch, volle Tasche. Ich hoffe, dass ich mit einem dieser exotischen Gewehre, also im Prinzip eigentlich immer vieren dieser exotischen Gewehre, tatsächlich vielleicht den Precursor bekomme. Vielleicht sogar mehr als einmal, wer weiß. Ich hatte ja schon mal Glück, aber ich hatte auch schon des Öfteren Pech. Und ja, es sind 200 Gewehre und die kosten im Schnitt derzeit so 1,21, 1,22, also 1 Gold, 21, 22 Silber. Das heißt, bei 200 Stück, könnt ihr es euch ausrechnen, sind das rund 250 Gold, also ein bisschen weniger, 240 Gold. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Und zapp, schwupp, und kriegen erstmal eins, das wir, denke ich, schon haben. Und weiter geht's. Und auch das ist etwas, was wir gleich wieder in die Schmiede werfen werden, dann nachher. Und ich gehe davon aus, dass wir auch den wieder in die Schmiede werfen. Wir schauen das uns dann später aber an. Jetzt machen wir erstmal ein paar weg. Ich glaube nicht, dass da irgendein Gewehr jetzt rauskommt, das mal abgesehen vom Räuber, das irgendwie eine Besonderheit sein wird, obwohl man es natürlich nie weiß. Weswegen wir uns das dann natürlich auch nachher noch anschauen werden. Man kann nie zu viele bevor wir irgendetwas in die Schmiede werfen, was dann hinterher vielleicht was wert gewesen sein könnte. Denn klar ist, ich meine, dass ausgerechnet der Precursor rauskommt, das ist schon, das ist nicht unmöglich, aber es ist natürlich so, dass man eigentlich eher 250 Gold versenkt und Spaß damit hatte. Oder vielleicht auch keinen Spaß, das ist natürlich so eine Sache. Da werden wir dann sehen, was rauskommt. Na, eins fehlt noch. Hallo. Nette Sachen. Und zapp. Die ersten 50 werden wir erstmal durchspielen. Dann müssten wir logischerweise. Der sieht ja cool aus. Den kenne ich gar nicht. Und immer noch kein Precursor. Aber wie schon gesagt, die Chance ist nicht hoch. Aber immerhin ist sie vorhanden. Also das darf man jetzt natürlich auch nicht vergessen. Sie ist immerhin vorhanden. Na? Ich habe auch nur exotische Gewehre. Theoretisch geht das natürlich mit einer Seltenheitsstufe unten drunter. Aber ganz ehrlich, ich würde, wenn ich das schon mache, würde ich exotische Gegenstände nehmen. Die Schatzuka. Na. Ja, also ich mache das ja ab und zu. Vera hatten wir auch noch nicht rausbekommen, aber ich habe sie hier auch schon im ein Repertoire zum Gamblen in der mystischen Schmiede. Und immer noch nichts. Man kann nie zu viele Schätze haben. Auch wieder nichts, leider. Wie immer, gebe ich irgendwann den Hinweis bei dieser Gambelei in der mystischen Schmiede. Ihr müsst einfach damit rechnen, dass die 250 Gold jetzt in diesem Falle, ich meine, man kann ja es auch wesentlich teurer gambeln. Ich würde es allerdings nicht wesentlich teurer machen, ehrlich gesagt. Und ich würde mir auch immer vorher anschauen, was ist denn der Precursor selber wert. Also wenn ich jetzt zweimal für 250 Gold hier gamble mit Gewehren, hätte ich mir auch kaufen können. Das darf man halt nicht vergessen. Aber ich möchte halt hier ein Video für euch aufnehmen und euch zeigen, dass das prinzipiell natürlich geht.
Und man prinzipiell auch das Glück haben kann. So, da haben wir noch eine Menge. Prinzipiell auch das Glück haben kann, was rauszubekommen. Und man kann natürlich das Glück haben, mehr als einen Precursor zu bekommen. Ne? Das ist, und dann wird es halt tatsächlich eigentlich erst wirklich spannend. Aber wie ihr seht, es kann halt auch so wie jetzt gerade sein, dass nichts kommt. Und dann hat man tatsächlich einfach 250 Gold versenkt. Im mystischen Goldversenkungsapparatur. Also kurz genannt mystische Schmiede. Man kann nie zu viele Schätze haben. Und wieder nichts. Wir haben die ersten 50. Das müsste der erste sein, den wir bekommen haben. Bald durch. Ich hoffe, ihr wollt helfen. Und wieder nichts. Tja, leider, leider, leider wird das, so wie es fast aussieht, eine Nullrunde werden. Und ich habe 250 Gold versenkt. Soll euch als Warnung dienen. Tut es nur, wenn ihr das Gold tatsächlich zu viel habt und es euch eigentlich egal ist oder ihr sozusagen eigentlich nicht wisst, wohin mit dem Gold. Ich meine, ihr könnt es mir auch schicken. Ich nehme das gerne und mache dann solche Videos hier draus. Versteht sich. Aber es ist heute leider bisher noch nichts dabei gewesen. Aber wir haben noch eine klitzekleine Chance. Das sieht wertvoll aus. So, die erste Runde ist rum. Und er war nicht dabei, wie ihr seht. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob vielleicht zufälligerweise irgendetwas dabei war, was wert sein könnte. Verkaufen. Nee, also das teuerste wäre 2 Gold 50, aber das lohnt nicht. Das zu verkaufen lohnt nicht, das kommt in die Presse und wird, also in den Schlund, in den mystischen. So, die Vera, die brauchen wir auch nicht, die können wir also auch nachher gleich wieder weghauen. Und auch das. Ebenso wie das. Das sieht wertvoll aus. Und auch das ist nicht der Jäger. Ebenso das nicht. Ja, schade eigentlich. Ich hätte mich ja gefreut, euch zeigen zu können, dass es funktioniert. Müsst halt dann auf meine anderen Videos zurückgreifen, wo es dann auch schon das eine oder andere Mal funktioniert hat. Ich denke, das hier wird eine Nullnummer. Aber wir geben natürlich nicht auf. Wir hauen das Zeug rein, bis es nicht mehr da ist. Also bis nichts mehr da ist. So muss man ja sagen. Und na? Auch wieder nichts. Nein, leider. Aber Man kann jetzt. nie zu viele Nein. Schätze haben. Auch nicht. Und auch diesmal nicht. Ja, so langsam wird es weniger. Den hatten wir auch schon. Das war aber auch nix. So, zwei bleiben übrig am Schluss, logischerweise. Jetzt, welcher ist von denen ist mehr wert? Ich vermute mal der. Ja, das war's. Leider kein Precursor dabei, sondern stattdessen zwei wahnsinnig wertvolle, wahrscheinlich super wertvolle Waffen, Mögen die sechs aus allein schon die 250 Gold zurückbringen. Also das mal nicht. Und das auch nicht. Ja, das war's. Tut mir leid, ich hätte euch gerne natürlich einen Precursor gezeigt. Aber so soll es eben nicht sein. Und es dient euch, wie immerhin, als Warnung, wenn ihr dieses Video seht.
Außer ihr habt 250 Gold übrig, haut's rein oder schickt's mir und ich hau's dann rein für euch. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.